die 11 süßesten Tierbabys der Welt. Hast du dich jemals gefragt, warum ein Tierbaby so süß ist? Die niedlichen Gesichtszüge, die winzige Größe und die großen Augen bringen dein Herz sofort zum Schmelzen. Egal, ob du ein Tierliebhaber bist oder nicht, es ist schwer, von diesen winzigen Versionen aller Lebewesen nicht überwältigt zu werden. Du glaubst mir nicht. Probier es doch selbst mal aus. Wenn du dich langweilst oder gestresst bist, hebt die gute Stimmung, die ein niedliches Tierbaby ausstrahlt, deine Laune. Tiere haben eine unglaubliche Heilkraft und können rein durch ihr Aussehen den Stress bei uns Menschen vertreiben. Sie können unser bester Freund, Retter und Führer sein, alles auf einmal. Während das Streicheln Glücksgefühle hervorrufen kann, ist es wohl das beste Gefühl, Tiere beim Aufwachsen zu sehen. Die Niedlichkeit von Tierbabys bringt immenses Glück mit sich. Ob Eisbär, Gepard oder Pinguine, diese Kleinen sind einfach zum Dahinschmelzen und beim Durchsehen dieses Videos möchte ich ständig rufen, oh wie süß. In diesem Video haben wir eine Liste mit unseren Top 11 der süßesten Tierbabys zusammengestellt, die dein Herz zum Schmelzen bringen werden. Und vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Eisbär. Eisbären, die am Polarkreis beheimatet sind, sind weiße Bären, die sich an die kalten Temperaturen angepasst haben. Ihre Babys gehören zu den bezauberndsten Babytieren der Welt. Warum das so ist? Weil sie dank ihres dicken Fells, das sie vor Kälte schützt, sehr flauschig sind. Außerdem sind sie in den ersten Jahren ihres Lebens sehr klein und harmlos und folgen ihrer Mutter die meiste Zeit, da sie sich um sie kümmert und ihnen Futter bringt. Oft sieht man Eisbärenjunge, die miteinander spielen und kämpfen. Ein sehr schöner Anblick. Wenn sie erwachsen sind, sind sie normalerweise nicht feindselig, wenn sie nicht provoziert werden. Aber sie können sehr gefährlich und unberechenbar sein, wenn sie hungrig sind. Sie ernähren sich hauptsächlich von Robben. Sind sie nicht die süßesten Tierbabys aller Zeiten? Flusspferde. Flusspferde haben den Ruf, ziemlich zänkisch zu sein, aber das glaubt man nicht, wenn man diese niedlichen kleinen Kreaturen sieht. Flusspferde werden auf ein Alter von etwa 55 Millionen Jahren geschätzt. Sie stammen aus Afrika südlich der Sahara. Sie gelten im Allgemeinen als das drittgrößte Landsäugetier nach Elefanten und Breitmaulnashörnern. Und obwohl man es nicht vermuten würde, sind ihre engsten Verwandten eigentlich Wale und Delfine. Sie ernähren sich hauptsächlich von Gras und werden in der Regel etwa 45 Jahre alt. Trotz ihres pummeligen Aussehens können Flusspferde leicht schneller als ein Mensch sein und sie können sehr aggressiv sein, vor allem wenn sie sich bedroht fühlen. Niedlich sehen sie aber trotzdem aus. Komm ihnen nur nicht zu nah. Leopard. Ein Leopardenbaby kommt auf die Welt. Sie sind ziemlich hilflos, wenn sie neu geboren werden und sehen aus wie ein kleiner, flauschiger Ball. Sie wiegen nur etwa ein Pfund und sind etwa 5 oder 6 Zoll lang. Ihre Augen und Ohren sind geschlossen, aber sie geben leise Quietschlaute von sich und ihr Geruchssinn ist ziemlich ausgeprägt, was ihnen hilft, in der Nähe ihrer Mutter zu bleiben. Die Leopardenmutter ist 93 bis 100 Tage lang trächtig und wenn sie bereit ist zu gebären, sucht sie sich eine sichere Höhle und bringt einen kleinen Wurf von durchschnittlich 1 bis 3 Jungen zur Welt. Vor allem in Asien bringen Leoparden regelmäßig nur ein Junges zur Welt. Aus diesem Grund und wegen der natürlichen Zurückgezogenheit der Leoparden ist die Überlebensrate junger Leoparden im Vergleich zu einigen anderen Katzen sehr hoch. Einer ihrer häufigsten Feinde sind Schlangen, die kleine Jungtiere allein auffinden können, während sie auf die Rückkehr ihrer Mutter von der Jagd warten. Orang-Utans. Orang-Utan-Säuglinge wiegen bei der Geburt etwa 1,5 Kilogramm, klein genug, um in die Handfläche eines Menschen zu passen, und sind völlig abhängig von ihrer Mutter. Bei der Geburt können sie noch nicht einmal den Kopf heben. Ihre Muskeln entwickeln sich erst, wenn sie anfangen, auf Bäume zu klettern. Die Säuglinge haben große Augen, die bei der Geburt geöffnet sind. Sie sind spärlich behaart, haben faltige Gesichter und sind zahnlos. Pinguine. Pinguine sind flugunfähige Vögel und leben meist in extrem kalten Regionen. Babypinguine, auch Küken genannt, sind so süß, dass sie jeden Tag perfekt machen können. Diese Babys bleiben immer in Gruppen, um die Wärme besser zu speichern und sich gegenseitig Sicherheit zu bieten. Die Eltern erkennen ihre Babys an ihrer Stimme. Babypinguine werden zu großartigen Tauchern und Surfern. Wir bewundern diese süßen Küken. Tiger. Du denkst, Tigerbabys sind süß?
Stimmt, aber sie können auch sehr frech und neugierig sein. So niedlich Tigerbabys auch aussehen. Diese knuffigen Racker sind natürlich genauso frech und neugierig, wie es sich für Wildtiere gehört. Neugeborene Tigerbabys sind blind und zahnlos. Sie haben aber schon ihr charakteristisches rotbraunes Fell mit der schwarzen gestreiften Zeichnung. Die ersten beiden Wochen schlafen die Tigerbabys sehr viel. In der 7. Lebenswoche wiegen die kleinen Tiger zwischen 5 und 8 Kilogramm. Um den 2. Lebensmonat folgen die kleinen Raubkatzen der Mutter auf ihren Streifzügen durch das Revier. Sie lernen die nächsten Monate, sich im Hintergrund zu halten. Wenn die Mutter jagt, prägen sie sich ein, wo die besten Wasserstellen zu finden sind und das Revier der Mutter endet. Nach 12 Monaten fallen dem Tigernachwuchs die Milchzähne aus. Bis zum 15. Lebensmonat ist das Tigergebiss voll ausgebildet. Nun lernt der Raubkatzennachwuchs von seiner Mutter intensiv die Technik des Jagens. Beute auswählen, sich gegen den Wind anschleichen und natürlich auch das Tönen der Mahlzeit. Braunbär. Bären sind unglaublich große Lebewesen. Wusstest du, dass das bedrohliche Spitzenraubtier gerne Beeren und Früchte isst? Wenn ein Bärenbaby geboren wird, nennt man es ein Jungtier. Junge Bären bezeichnet man als Jungtiere, bis sie etwa ein Jahr alt sind. Dann werden sie Jährlinge genannt. Jährlinge bleiben bei ihren Müttern, bis sie 1,5 bis 2 Jahre alt sind. Bärenjunge wiegen bei der Geburt durchschnittlich 1 Kilogramm und passen problemlos in deine Handfläche. Wenn sie 6 Monate alt sind, wiegen sie etwa 6 Kilogramm. Als Erwachsene sind sie jedoch extrem groß. Ein erwachsener männlicher Braunbär wiegt durchschnittlich 400 Pfund und ein vergleichbares Weibchen etwa 200 Pfund. Im Vergleich zu den ausgewachsenen Bären sind Bärenjunge winzig. Rotfuchs. Die meisten Rotfuchsbabys werden mit hellbraunem, braunem oder anthrazitfarbenem Fell geboren. Sie sind extrem wuschelig und sehen ganz anders aus als ihre Eltern. Nach ein paar Monaten beginnt ihr rotes Fell zu erscheinen. Babyfüchse sind sehr klein, wenn sie geboren werden. Bei der Geburt wiegen sie zwischen 70 und 100 Gramm. Nach der Geburt beginnen sie sehr schnell zu wachsen und verdreifachen ihre Größe in etwas mehr als einer Woche. Etwa im 3. Monat beginnen die Jungfüchse selbstständig zu jagen und kleine Beutetiere wie Insekten und Nagetiere zu erlegen. Obwohl Füchse die kleinsten Mitglieder der Hundefamilie sind, kann die größte Rotfuchsart als Erwachsener ein Gewicht von 3 bis 11 Kilogramm erreichen. Die durchschnittliche Kopf- und Körperlänge beträgt 46 bis 86 cm. Die Schwanzlänge beträgt 30,5 bis 55 cm. Die Größe eines Fuchses lässt sich anhand seiner Spuren abschätzen. Rotfuchsspuren sind normalerweise etwa 4,4 cm breit und 5,7 cm lang. Der Fuchs ist ein bemerkenswert einfallsreiches Lebewesen, das in der Lage ist, mit den unterschiedlichsten Umweltbedingungen zurechtzukommen. Von subtropischen Regionen bis hin zur eisigen Tundra findet der Fuchs Nahrung und hält sich warm. Pandabär. Die flauschigen und liebenswerten Pandas bringen unsere Herzen immer wieder zum Schmelzen. Stell dir vor, das Panda-Baby rollt umher und isst den ganzen Tag nur Bambus. Bei der Geburt sind diese süßen Pandas winzig, rosa und wiegen weniger als 160 Gramm. Aber wenn sie erwachsen werden, verwandeln sie sich in kuschelige Teddybären. Als eine vom Aussterben bedrohte Art wird Pandas, die in Zoos gehalten werden, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In China kann man sogar kuschelige Minuten mit Pandas buchen. Roter Panda. Wir haben gerade über Pandas gesprochen und die kennt vermutlich jeder. Aber kennst du auch die roten Pandas? Wenn nicht, wirst du diese entzückenden roten Panda-Babys sicher lieben. Rote Pandas haben eine leichte Ähnlichkeit mit Bären, aber im Gegensatz zu Bären fressen sie Pflanzen und Äste von Bäumen. Anders als schwarz-weiße Pandas sehen Baby-Rotpandas wie Baby-Waschbären oder Katzen aus. Und wenn sie wachsen, werden ihre pelzigen Körper bärenähnlich. Diese winzigen Wesen, die normalerweise im Himalaya vorkommen, sind so niedlich, dass du sie auf den ersten Blick knuddeln möchtest. Wenn sie größer werden, sehen sie aus wie eine große Katze. Fennek. Das Wort Fuchs mag Bilder von hungrigen Tierrudeln in deinem Kopf heraufbeschwören. Aber der Fennek-Fuchs ist weit davon entfernt. Er sieht eher aus wie eine Kreuzung zwischen einer Katze und einem Hund als wie ein Fuchs, was ihn zu einem der süßesten Tiere macht. Die großen Ohren, der kleine Körper und die großen, neugierigen Augen machen dieses Tier außerdem sehr umarmbar.
Obwohl es kein häufig gehaltenes Haustier ist, darf es in einigen Ländern domestiziert werden und ist ein sehr verspieltes und aktives Tier. Baby Fox ist eines der süßesten Tierbabys der Welt. Dieser kleine, nachtaktive Fuchs lebt in der Wüste Sahara. Kanntest du alle diese süßen Tierbabys? Schreib uns gerne in die Kommentare, ob du auch andere süße Babytiere kennst und welche Informationen dich am meisten überrascht haben. Und vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.